Hallo. Ich versuche heute ein kleines Follow me oder irgendwas zu drehen. Ich bin jetzt gerade noch zu Hause. Ich schaue gerade Punkt 12 und habe mir eine Pizza in den Ofen geschoben, weil ich Hunger habe. Und dann fahre ich noch in die Stadt, weil ich einen Termin habe, zwei Termine. Ja, ich treffe mich heute mit einer TV-Produktion, weil über mich ein kleiner Beitrag gedreht werden soll. Und das wird heute besprochen. Aber dazu kommt noch einiges mehr, werde ich dann berichten und so. Ich bin mal gespannt. Ja, und dann. Ja, ich werde die Kamera nachher mal mitnehmen. Mal gucken, ob ich überhaupt dran denke zu filmen. Ich weiß es nicht. Also, mal schauen, ich werde jetzt essen. Und dann mich auf den Weg machen. Ich habe mir eine, ich weiß gar nicht, wie die heißt, mit Tomaten und Mozzarella. Ich werde die eh nicht ganz schaffen, aber naja, mal schauen. Dann lasse ich es mir jetzt mal schmecken, ne? Ich wollte euch kurz mein Face of the Day zeigen. Ich habe ja nichts Spektakuläres gemacht. Ich habe ja Foundation heute benutzt. Und zwar die Estée Lauder. Die habe ich euch ja schon vorgestellt. Dann habe ich einfach nur meine Wimpern getuscht. Mit der I Love Extreme und mit der Catrice, wo ich auch ein Video gemacht habe und euch gezeigt habe, dass ich die Kombi sehr, sehr gerne mag. Meine Augenbrauen nachgezogen. Dann habe ich ein bisschen Bronzer genommen. Und zwar den Dior. Ja, diesen Nude Bronzer. Und Highlighter. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der Kamera so sichtbar ist, dass ich glänze wie so eine Speckschwarte. Keine Ahnung. Und zwar habe ich den Superb von MAC genommen. Ja. Das wäre jetzt mein Face of the Day. Und habe ich noch was genommen? Nee, eigentlich nicht. Das wär's. Dabei sind, dann können wir gleich auch noch Outfit of the Day zeigen. Pullover ist von H&M. Leggings ist von H&M. Und Schuhe sind von Nike. So. Ja, ich weiß gar nicht, sieht man das so besser? Tut. Keine Ahnung. Mir schon. Also so sehe ich nicht aus. So. Ich hoffe, man sieht was. So. Ja. Das wäre dann jetzt mein Outfit of the Day. Gut. Stuhl. Auf zu filmen. Okay, wir haben zu filmen. Da geradeaus. Bin mit Tina. Sind wir ein bisschen hier Shopping. Jetzt gucken wir nochmal beim anderen DM, weil Tina unbedingt von Catrice die Nude-Palette haben möchte. Und was wolltest du noch haben? Also die Essence-Lippen-Matt-Dinger, ne? Ja, genau. Genau, die wollte sie haben. Und Nagellack. Und Nagellack, weil sie ja noch nicht so genug hat. Meine Und Hunde dann reichen schauen nicht. wir mal weiter. Jo. Und Kaffee. Und Kaffee. Emma haben wir jetzt nur die neuen Nagellacke gefunden. Von Catrice. Welchen findest du schön? Wie heißt der? Ja. Beautiful. Ja, das sind halt die der Aufstellung hier oben. Gab es die Essence aus LE. Gab. Die Reste davon. Aber ansonsten keine Nude-Palette. Nur ist Tinchen traurig. Hallo. Ich bin wieder zu Hause und bin voll im Arsch. Es ist so kalt draußen und ja, ich hatte ja halt das Treff mit dem TV-Team. TV-Team. Mit einer Person und war ganz cool. Ich freue mich jetzt schon sehr.
Ich darf alles filmen mit meiner Kamera, also quasi für YouTube Behind the Scene. Das finde ich sehr cool und das fand ich auch sehr wichtig. Das wird wohl irgendwie im März jetzt irgendwann sein. Kann da jetzt nur nicht viel zu sagen, aber ich denke mal, es wird ganz cool. Ich freue mich schon drauf. Bin auch sehr aufgeregt, weil das halt mein erstes Mal ist dann und ich bin sehr gespannt. Aber ich denke mal, wird ganz cool. Locker, flockig, easy. Meine Freundin ist dabei und ja, mal schauen. Ich habe mir jetzt erstmal Kaffee gemacht hier zum Aufwärmen, weil es ist so schweinekalt. Ich will Frühling haben und Sommer und kein Winter mehr. Ja, ich bin jetzt hier am Laptop. Ich gucke hier gerade TAF, weil bei mir ist so, Moment, ich habe auf meinem Laptop halt immer Fernsehen. Wir haben zwar auch hier großen Fernseher, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich bin immer so faul, den anzumachen, weil ich ja eher am Laptop meine Sachen mache, arbeiten und so, und dann habe ich das immer nur zur Berieselung an. Und wenn ich halt irgendwie gerade was Interessantes gucke oder so, kann ich dann eben umswitchen und muss dann nicht extra den großen anmachen. Der ist, na, wenn, dann guckt mein Mann da drauf oder er zockt PlayStation, aber ich hab den eigentlich nie an. Ganz komisch, ja. Ja, ich werde jetzt noch dann halt ein Video bearbeiten. Wir haben es jetzt, wie spät haben wir es? 17.47 Uhr. Ja, also kurz vor 6. Dann, ja, noch ein Video bearbeiten, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich einen Look mit dieser Catrice All About Nude, also diese Nude-Palette gemacht. Sehr, sehr cool. Ich liebe diese Palette. Das Augen-Make-up hatte ich auch drauf bei dem Kappa-Unboxing-Video. Ja, und kurz vorher habe ich das natürlich gefilmt. Ansonsten nix. Ja, ausruhen. Ich werde jetzt, wie gesagt, halt das Video weiter bearbeiten. Dann die Tage dann hochladen. Dann gucken, was auf YouTube abgeht. Ein paar Videos checken. Und dann meinen Kaffee noch trinken. Ja. Und dann wär's das. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt das Video hier beende oder ob ich vielleicht morgen nochmal filme und das zusammenhängt, weil ich habe heute wirklich irgendwie kaum gefilmt. Ich hatte meine Kamera zwar mit, aber ich habe die dann in der Stadt irgendwie gar nicht ausgepackt. Und deswegen mal gucken. Achso, und ich werde mich gleich noch mit iTunes rumquälen, weil ich neue Bibi Blocksberg auf meinem iPhone haben möchte. Ich bekenne mich, ich bin ein ganz, ganz großer Bibi Blocksberg-Fan, weil ich kann ohne Bibi Blocksberg abends nicht einschlafen. Ja. Ganz verrückt. Ich hab das dann auf dem Kopfkissen, leg mich dann mit dem Ohr da drauf, hab das Handy auf leisester Lautstärke und dann höre ich das und schlafe dabei ein. Ich habe so ein Programm, das heißt Duse. Und da kann man halt einstellen, wie viele Minuten oder so. Na, das ist halt diese App hier. Kann man halt einstellen, wie viele Minuten. Und dann wird das, glaube ich, die letzten 10 Minuten wird das dann immer leiser. Und irgendwann geht die App dann selber aus. Und ja, ich stelle, glaube ich, immer eine halbe Stunde ein. Und dann knacke ich eher ein. Und ja, die Bibi Blocksberg Sachen, die ich schon alle drauf hatte, die kenne ich schon in- und auswendig. Und ich hatte mal vor einer Weile CDs bekommen von einer auf Twitter. Die hat mir Bibi und Benjamin Blümchen gebrannt. Aber Benjamin Blümchen finde ich nicht so cool. Bibi ist viel, 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 viel cooler. Ja, und die packe ich jetzt irgendwie in iTunes. Also ich muss erstmal die Sachen von CD auf dem Laptop und von Laptop in iTunes und dann mit iTunes synchronisieren. Und gestern klappte das irgendwie nicht. Bin ich bald wahnsinnig geworden. Und ein paar Dinge hat er schon drauf gespielt. Und jetzt versuche ich noch die restlichen. Sehr informativ, was euch überhaupt nicht interessiert. Aber jetzt wisst ihr mal, ich bin ein Bibi Blocksberg-Fan. Und ich glaube, für Bibi Blocksberg kann man auch nicht alt genug sein. Ja. Gut, dann, das wären jetzt so Dinge, die ich jetzt noch erledigen werde. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann bald. Oder vielleicht kommt noch irgendwas. Ja, wenn nicht, dann sage ich schon mal tschüss.